Heldenhaft haben sich Emanuel, Felix, Hannes, Heiner, Manuel, Nico, Noel und Sophie in den letzten Wochen in unbekannte Wortwelten vorgewagt, haben gerätselt, interpretiert und übersetzt. Inzwischen sind sie echte Choralexperten und heute verraten sie dir, wie sie die Musik in der Kirche finden. Los geht's! Unentbehrlich. Beruhigend. Und entspannt. Ja. Musik in der Kirche ist manchmal anstrengend. Ehrliche Worte. Sie könnte manchmal moderner sein, aber ja. Ich finde sie eigentlich ganz gut. Würde ich auch so sagen, ja. Schwer auch mit zu singen. Was Moderneres ist dann schon schöner. Ja, das Moderne ist oft gefällig, das stimmt. Und Choräle finde ich musikalisch auch manchmal langweilig. Also das neigt dann auch zum Schleppen, wenn dann die Orgel nicht ordentlich mitzieht und die Gemeinde hängt auch hinten dran und es wird langsamer und langsamer. Das macht keinen Spaß. Eigentlich alles bis auf Schlager. Genau das sage ich auch mal, genau dieselbe Antwort. Also ich mag Rock und weiß, dass es nicht geht. Oder zumindest noch nicht geht. Okay. Also ich würde jetzt nicht erwarten, dass man so Kirchenlieder in Metal umschreibt, aber sowas Poppiges. Ich habe jetzt gerade ans Pop-Oratorium gedacht. Vielleicht solche Lieder könnte man ja auch im Gottesdienst mit einspielen. Sowas zum Beispiel, das wäre cool. Ja, das stimmt. Und dass in einem Jugendgottesdienst andere Musik gespielt werden muss, als in einem normalen Gottesdienst, das finde ich ist ganz normal. Das muss auch so sein. Auch schon die Verbesserung, immer mal das Karon mehr einzubringen, ist eigentlich spannend. Genau, oder die Texte ein bisschen moderner umschreiben. Ja. Also ich achte sehr auf den Text bei vielen Liedern und denke dann auch drüber nach, was das halt eben bedeuten könnte. Ja. Mach mir dann im Nachhinein auch nochmal zu Hause Gedanken, ja und. Echt? Ja. Also das mache ich gar nicht. Doch, ich mache das schon. Ja. Nee, also ich singe das mit, aber der Text ist tatsächlich bei mir eher zweitens. Also die Message der Lieder, ich glaube, zu einem höheren Anteil versteht man eben nicht. Ganz einfach, weil einerseits ist das natürlich, dass man die Lieder oft kennt und einfach nur mitsingt und da weiß ich gar nicht, was man da eigentlich sagt. Das ist der erste Punkt. Und zweitens, dass man vielleicht sogar schon Probleme hat, überhaupt den Text inhaltlich zu verstehen, weil die Wörter einfach viel zu alt sind oder einfach nicht mehr gebräuchlich sind. So ein Zwischending. Also bei manchen Liedern ist es leicht, bei manchen ist es halt irgendwie ein bisschen schwieriger, das so dahinter zu steigen. Also manche Wörter, da fragt man sich wirklich, was das heißen soll. Ja. Es gibt bestimmt so einige Sachen, wo man sagt, oh, das kann man heute nicht mehr so sagen. Wie unsere heldenhaften Protagonisten es zeitgemäß und in ihren eigenen Worten ausdrücken, siehst du ab Sonntagabend beim großen Staffelfinale von Das mit den Liedern. Überall, wo es Jim Pocket gibt.